Mach die Pornos aus! Was denn? Ich will jetz                                                                                                                                            bei dir chillen. Warum willst du denn b==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 �==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 �==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 �││ PC für mich gebaut. Hat der PC erstellt so. Witzig. Ja, was ist denn das für eine Frage? Boah, was hast du denn da für Süßigkeiten? Nein! Ich will doch nur mal gucken. Die sind vom Nikolaus alle. Ja, fuck you, ich hatte keinen Nikolaus. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bauen heute hier weiter und ich muss sagen, ich habe mir das nochmal alles angeguckt. Ich bin echt zufrieden mit dem, was wir hier zum momentan machen so. Ich hoffe, das geht so weiter, weil wenn wir das weiter so führen, dann sieht das echt schon nach einer echt schicken und schön heftigen Stadt aus. Ich denke mal, das wird heftig so. Ich bin mir noch nicht komplett sicher, wie wir die Häuser hinbekommen werden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man so ankommt mit dem Boot und man kommt hier unten an, hier alles aussieht, man kommt so hoch und guckt sich das hier an. Hier dann noch eine Mauer, kann hier noch höher gehen vielleicht irgendwie. Da muss ich mir noch was überlegen. Und dann hast du hier wieder erstmal Lauffläche, es wird ja dann alles weggeschaufelt. Hast wieder Lauffläche und dann kannst du noch eine Etage höher gehen und da ist auch wieder alles. Und dann habe ich mir überlegt, dass man vielleicht an den Bergen mit schwebenden Wegen hochkommt. Und dann hast du da oben auch alles vollgebaut. Und oh, Leute, und da hier eine Brücke drüber und dann einen kleinen Turm oder sowas. Ihr merkt, meine Träume sind schon wieder ein bisschen sehr, sehr groß. Ich bin ziemlich enthusiastisch. Enthusiastisch sagt man das so. Ich glaube schon, dass wir das auf jeden Fall alles hinbekommen werden. Und wie man es kennt, ist schon wieder Nacht. Beziehungsweise wird es gerade Nacht. Heißt, ich lege mich direkt mal ins Bett, weil ich will eigentlich... Ich finde, bei Nacht bauen ist immer so schwierig. Es ist so ein Mittelding. Ich finde, bei Tag ist es zwar schöner, aber bei Nacht läuft halt die Eisenfarm übelst massiv so. Die geht da richtig ab. Aber ich muss sagen, ich finde das bei Tag bauen einfach viel, viel entspannter und geiler. Als wenn ich die ganze Zeit bei Nacht bauen muss, will, was auch immer. Wie würde für dich das perfekte Leben aussehen? Das Ding ist, ich finde, so ein perfektes Leben, in Anführungszeichen, gibt es nicht. Das existiert nicht. Wenn ein Mensch ein perfektes Leben hat, dann macht ein Mensch sich meiner Meinung nach selbst wieder Probleme und macht sich selbst irgendwas, dass er nicht mehr ein perfektes Leben hat, weil Menschen einfach sowas wie Probleme, sowas wie Stress, sowas wie einfach das, ich fühle mich gerade so, wie es ist, nicht wohl, das brauchen Menschen, glaube ich. Das ist was bei Menschen ganz, ganz stark da ist, was die Menschen unbedingt brauchen und haben wollen. Und wenn sie es einmal richtig haben, dann stört es die Menschen. Und wenn sie dann aber ihre Probleme einmal gelöst haben, dass sie es nicht mehr haben und eigentlich alles gut ist, dann machen die Menschen sich neue Probleme. Es gibt ja die Luxusprobleme, die sie haben, damit sie eben wieder Probleme haben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Eigentlich ist es, wenn man sich das so überlegt, übelst dumm. Wenn man ein gutes Leben hat, wenn ihr keine Probleme mit der Familie habt, wenn es euch an sich körperlich, geistig gut geht, wenn ihr genügend Mittel habt, um euch alles zu kaufen, was man braucht, dann ist das eigentlich wirklich das perfekte Leben, in Anführungszeichen. Aber ihr werdet sehen, für uns ist es das perfekte Leben. Aber wenn du das dann später lebst, fallen dir so viele andere Probleme ein, die du hast. Und so viel anderes Zeug, wo du früher drauf gekackt hättest, fällt dir plötzlich ein, was du unbedingt brauchst oder was du gerade nicht hast, was dich stört, was dich aufregt. Und das sind dann die Luxusprobleme. Die ein normaler Mensch als Luxusprobleme ansieht, aber was halt für einen Typen, der viel zu viel Geld hat, normal ist. Und deswegen bin ich der Meinung, so direkt das perfekte Leben, in Anführungszeichen, kann ich nicht umschreiben. Ich würde mir wünschen, dass ich genug Geld im Monat verdiene, dass Geld ist... Leute, ich weiß, Geld ist nicht alles im Leben. Sachen wie Liebe, Familie, alles, Freunde kann man sich nicht kaufen. Aber Geld ist einfach das, was potenziell euer Leben besser macht. Was euer Leben um Meilen besser machen kann. Egal, ob es gesundheitlich ist, ob es Vorteile in irgendwas ist. Geld ist das, was regiert, was einfach... Geld regiert die Welt. Anders kannst du es halt wirklich nicht beschreiben. Und deswegen, wie gesagt, stabiles Monatseinkommen wäre geil, wenn man dann noch eine Familie hat, um die man sich auch kümmern kann, trotz dessen, dass man vielleicht was für den Job machen muss. Wenn man dann noch in einem Haus wohnt, mit Autos, mit allem, was man braucht. Und wenn man auch mal sagen kann, yo, das, was ich jetzt gerade mache, will ich gerade nicht machen. Ich mache jetzt das. Oder ich will jetzt das und das machen. Und man das dann auch machen kann, das ist für mich dann das perfekte Leben, in Anführungszeichen. Trotz dessen, selbst wenn man sowas hat, wird man merken, yo, ich habe keine Probleme und dann machst du dir selber Probleme. Und so ist es einfach, Leute. Ihr müsst da wirklich mal drauf achten in eurem Leben.
wenn ihr gerade keine Probleme habt, wenn euch nichts stört, wenn alles perfekt ist, kommen die Probleme entweder oder ihr macht sie euch selber. Ich meine, könnt ihr euch an eine Zeit erinnern, an der ihr wirklich gesagt oder gedacht habt, yo, mein Leben ist gerade so perfekt. Also bei mir war es halt, als ich meine erste Freundin dann hatte, das war heftig. Als wir zusammengekommen sind und so, da habe ich gedacht, mein Leben ist super perfekt. Und definitiv, was man sagen muss, in meiner Kindheit. In meiner Kindheit, wo ich noch gespielt habe als kleiner Bub, da hatte ich keine Probleme. Da hatte ich überhaupt keine Probleme. Und da ging es mir super. Da habe ich mich gut gefühlt, da war alles super. Und dann bin ich erwachsen geworden und jetzt guck mich an, Alter, ich spiele Minecraft. Denk mir, boah, wie heftig sieht das aus. Let's play und rede über meine, oder rede nicht über meine Probleme, rede über Probleme. Das mit 200 Zuschauern auf jedes Video, also Jungs, Abfahrt. Mach die Pornos aus! Was denn? Ich will jetzt mal eine Runde bei dir chillen. Warum willst du denn bei mir chillen? Ja, ich auch nicht. Was willst du denn jetzt hier? Ob du unten am Handy bist oder hier? Ja, aber ich wollte dich jetzt mal eine Runde nerven. Toll. Jo. Ja. Alter, was hast du denn für zwei Socken an? Jetzt lass doch meine Socken in Ruhe. Die eine ist schwarz und die andere pink. Mit Bananen. Ja, toll. Die eine über dem Fuß und die andere ja nicht. Ist das eine Jamila-Socke? Nein, nee, alles bei. Doch, die schwarze ist Jamila-Socke. Ich dachte eher die pink. Oh, Nina! Was denn? Lenk mich nicht ab. Das ist zu warm mit beiden Socken an und dann ziehe ich mir meine eine mal halb aus und mein Fuß schwillt auch sonst an. Aha. Das ist richtig eklig. Hatte ich nämlich im Status drin und da schrieb sie, ist seine Liebe. Warum hast du mich denn im Status drin? Ist seine Liebe. Warum hast du mich denn im Status drin? Nur so. Nee. Ach, da kann man sich ablenken lassen, ja? Ja, klar. Hast du das alles gebaut eigentlich? Nee. Hat der PC für mich gebaut. Hat der PC erstellt so. Witzig. Ja, was ist denn das für eine Frage? Na, manchmal ist ja sowas schon vorhanden, was man dann nur erweitert in der Landschaft. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, also, ich weiß nicht, ob du Minecraft kennst, aber so sieht das, glaube ich, nicht aus, oder? Ich meinte doch aber unterirdisch das. Was ist denn für unterirdisch? Ja, fick dich. Das hier. Ja. Ja, das ist ja das Unterirdische von dem hier. Ja, da ist jetzt die Frage, ob du das gebaut hast oder ob das schon war und du einfach oben drauf gebaut hast. Ach so. Na, mein die Gott, die Landschaft. Die Landschaft ist schon so. Und das war es aber auch so, aber das die ganzen Blöcke hier habe ich gebaut. Das ja, war. Das wollte ich doch wissen. Ja, na dann, weißt du es ja jetzt. Gibt's auch Fische und so? Ja, klar, gibt's jetzt in Minecraft. Aber du kannst es so. Das hast du aber auch gemacht, ne? Nee, das sind Korallenriffe. Die spawnen jetzt so. Okay. Seit neuestem. Aber du kannst ja da auch jederzeit was einfügen, auch so Tiere und so. Also könntest du doch da jetzt einen Fisch einfügen. Ja, im Kreativmodus kann ich das machen. Aber hier nicht, oder was? Ja, nee, weil ich bin im Survival-Modus. Überleben. Ja. Ja, aber da kannst du ja auch bauen. Ja, aber da kann man keine Fische einfügen. Da müsste man die Fische vorher mit einem Eimer sammeln, damit man die einfügen kann. Aber ich kann sie jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ihr spawnt jetzt hier. Guck mal, okay. Da, hier sind Fische. Das, da sind Fische. Richtig cool, oder? Gibt's auch so Haie und so? Nee, Haie nicht, nur Delfine. Ist ja Begeisterung pur. Und warum hast du das rechts nochmal? Na, habe ich dir letzte schon erzählt. Jetzt habe ich nicht verstanden. Na, das ist, dass falls hier was passiert, was jetzt unfassbar ist, ich mir das nochmal angucken kann. Und dass ich nur also einmal du sehe. Du machst eigentlich so gesehen, streamst du? Nein, nein. Weil es ist nirgendwo öffentlich. Ja, aber wenn du es aufnimmst, kannst du das ja dann öffentlich machen. Also hast du gestreamt. Ja, ich könnte es öffentlich. Nein, das ist doch. Nein! Stream ist doch was ganz anderes. Ich nehme es auf für meinen PC und wenn es fertig ist, lösche ich es, wenn da nichts passiert ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel spiele. Okay, und was machst du, wenn da jetzt was passiert ist? Guckst du dir das nochmal an oder lädst du es irgendwo hoch? Ja, nee, dann gucke ich mir das an. Und was hast du davon? Na, dass ich selber nochmal sehe. Ist das bescheuert? Also Mama und ich reden die ganze Zeit, also. Kannst du mal die Klappe bitte? Sorry, Hals kratzt so. Ja. Oh, was hast du denn noch für Süßigkeiten? Nein! Ich will doch nur mal gucken. Die sind vom Nikolaus alle. Ja, fuck you, ich hatte keinen Nikolaus. Du bist schwanger, du darfst. Aber nur weil ich mein oh. nur weil ich mein was ist denn Nichte, wenn er ein Junge wird? Ich glaube, es wird ein Junge. Ja, was ist denn dann? Was ist denn das dann? Nichte? Nee, nicht Nichte.
Neffe. Neffe, genau. Darf ich hier Video aufmachen? Ja, ja, aber nur weil ich meinen Neffe so mag. Was würdest du machen, wenn Jamila jetzt schwanger wäre? Nein. Was nein? Was nein? Was würdest du jetzt machen, wenn Jamila jetzt schwanger wäre? Ja, na definitiv nicht rumsitzen. Was willst du denn dann machen? Panisch rumrennen. Und dann? Warum guckst du dir jetzt mein Heft da an? Du hast auch so eine richtige Drittklässler-Schrift. Ja, warum soll ich ordentlich schreiben? Was bedeutet DNA? Desoxyribonukleinsäure. Nukleotidsäure. Ah. Und welche Aufgabe hat das Zellplasma? Zellplasma dient zum Schutz der einzelnen Zellorgane. Der Zellkern? Da sind die Erbanlagen enthalten, die Erbinformationen. Und der ist die Steuerzentrale für die Zelle. Mhm. Hast du das schon gelernt? Ja, klar, wir hatten darüber schon Test. Und was gab's? Ja, eine 3. Warum weil, das, Alter? Ich war davor die Stunde krank. Ja, komm. Und mir hat niemand gesagt, dass wir einen Test schreiben, wirklich. Oh Mensch, Alter, du hast ja eine 2 über HIV geschrieben. Was geht denn da ab? Ja, muss halt informiert sein, ne? Schatz, Spritzen wird mit I geschrieben, nicht mit IE. Spritzen. Ich achte im Unterricht, wenn ich müde bin, weil ich bis sonst wann wach war, nicht auf meine Schrift. Tätowieren. T-A-T-T-O-O. Ja, Mann, was denn? Ich achte nicht auf meine Schrift. Ja, W-E-E-R-E-L hast du geschrieben, Schatz. Bla, bla, bla. Thank you.